Hier ist Bild Live. Ein Sender, der auf die wichtigsten Geschichten des Tages setzt, der die Geschichten der Menschen erzählt. Sie berichten nicht über den Stammtisch, sondern sie sind der Stammtisch. Ich finde, wir gehen genau dahin, wo es für den einen oder anderen vielleicht auch mal unbequem wird. Das ultimative neue dringliche emotionale News-Feature von Bild. Hier werden sehr, sehr, sehr deutlich diejenigen angesprochen aus der Merkel-muss-weg-Fraktion. Letzte Vorbereitung im Berliner Axel Springer-Konzern. Bild startet seinen eigenen Sender und hat dafür ordentlich investiert. In ein neues Moderationsteam und immer mehr Fernsehtechnik. Ist ein bisschen wuselig hinter mir. Das ist das neue Studio von Bild Live. Die Bild-Zeitung geht ja nach gut 70 Jahren Zeitungsgeschichte jetzt auch ins echte große Fernsehen. Und was dort zu erwarten ist, das konnten wir in den letzten Monaten und Jahren auch schon im Netz sehen. Sehr geehrter Herr Präsident Xi Jinping, Sie wollen China stärken durch eine Seuche, die von China ausging. Achtung, Achtung, setzen Sie eine Maske auf. Das ist kein guter Tag für Ungeimpfte. Da wird jetzt kräftig Druck gemacht. Wenn irgendjemand zumindest von der Bezeichnung des Experten zurücktreten müsste, dann ist das natürlich Karl Lauterbach. Meinung und Attacke. Bild eben. Springer hat lange für diesen Sender gekämpft. Ich frage mich, was ist das Ziel? Geld verdienen, klar, aber auch journalistisch. Patricia Platil hat den ganzen Weg mitgemacht, als es vor Jahren losging mit ein paar Smartphone-Videos. Inzwischen sind es lange Sondersendungen. Wir trauen uns sehr viel. Unsere Reporter sind überall da, wo sie sein müssen. Wir machen uns sofort auf. Wir sind in den letzten Wochen auch live gegangen, als die Situationen noch schwer zu überblicken waren, in der Flut beispielsweise. Bild. Breaking News. Schreckliches Schicksal, das du uns da berichtest. Janik, hinter dir sehen wir das Haus, in dem die behinderten Menschen gewohnt haben. Schilder uns bitte mehr und nimm uns vielleicht auch mit der Kamera ein bisschen mit, was sich dort genau zugetragen hat. Der ganze Bürgersteig ist aufgerissen, der Asphalt wird aus den Straßen gerissen. Also unsere Reporter waren draußen, wir waren 11 Stunden lang live, als dieses Unglück in Deutschland passiert ist. Und das hat so kein anderer Sender gemacht und das unterscheidet Bild eben auch. Das Selbstbewusstsein ist enorm. Gut 60 Leute wurden für Bild TV eingestellt, zusätzlich zu 500 Bild-Reportern, die jetzt auch Fernsehen machen sollen. Die Aufregung ist spürbar, auch die Energie. Eher gewöhnungsbedürftig ist für mich die lärmende Aufmachung. Das sind die beiden Verantwortlichen für das neue Programm, Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und Senderchef Klaus Strunz. Welchen Auftrag hat er? Der zentrale Unterschied ist, dass wir unsere Agenda selber machen. Nachrichtensender orientieren sich jedenfalls in meiner Wahrnehmung sehr stark am DPA oder AP-Nachrichtenangebot des Tages. Heiko Maas ist hier, die Kanzlerin ist dort, in der Wirtschaft ist irgendeine Bilanzpressekonferenz. Das ist nicht unser Navigationssystem durch den Tag. Unser Navigationssystem durch den Tag ist, was uns bewegt, was uns aufregt, wo wir glauben, dass man den Finger heben muss und darauf hinweisen muss, was uns gut unterhält, worüber wir uns freuen. Das ist das Kriterienkatalog, mit dem wir uns der täglichen Nachrichtenlage nähern. Und das ist, glaube ich, ein klares Abgrenzungskriterium zu klassischem Nachrichtenfernsehen. Und Sie lassen sich letztlich leiten durch was? Durch Emotionen? Ja, also Emotion ist ja sozusagen im Menschen angelegt wie der Verstand. Und beides definiert unser Navigationssystem. Heute Nacht schwarz-rot-gelb geträumt. Deutschland ist sozusagen eingerostet. Ein eingerostetes Land. Eine Rostrepublik. Ich höre das ja nicht nur als Journalist, der irgendwie in politischen Kontexten zu denken gewohnt ist, sondern ich höre es vor allem auch als Vater von 2 Teenager-Töchtern kriege da wirklich Puls. Der Puls, der treibt Bild schon immer an. Bei Corona-Studien und ihren Machern. Drosten-Studie über ansteckende Kinder grob falsch. In Wahlkämpfen. Was sich endlich ändern muss. Bei Ausländerkriminalität. Abgelehnte Asylbewerber, vergewaltigte Mädchen. Ich glaube, dass die Erzählform, die Bild seit der Gründung von Bild ausmacht, die emotionale Kombination aus der Überschrift, den Worten und dem Bild oder den Bildern, dass diese Kombination wie geschaffen ist fürs Fernsehen. Dass das, was wir auf Papier und in der digitalen Welt, man kann durchaus, glaube ich, sagen, perfektioniert haben, dass das im Fernsehen enormes Potenzial hat. Was ist Ihre Rolle hier? Wir sagen, wir sind der erste Sender, der Live-Schlagzeilen macht.
Das heißt natürlich einmal sozusagen im übertragenen Sinne der exklusive News macht, aber der auch eben in Schlagzeilen spricht. Ja, der eben anders spricht als andere Sender. Der so spricht, wie Menschen es verstehen, dass Menschen das Gefühl haben, die verstehen mich, so meine ich das auch, so empfinde ich das. Und das ist nicht leicht. Das ist was, was der Apparat Bild lernen muss und was ich sicher auch lernen muss. Aber ich habe eine Vorstellung und eine Idee davon und das versuche ich in dieser aufregenden Entwicklungsphase vorzuleben. Vorleben, das heißt für Julian Reichelt, in seinem Sender ist auch er selbst das Programm. Artikel 1 kennt jeder, Menschenwürde, die Würde des Menschen ist unantastbar. Schon da würde ich sagen, wenn die Bundeskanzlerin sagt, sie kann mir als vollgeimpfte Mensch vorschreiben, dass ich eine Maske, die mich in meiner Atmung einschränkt, im Gesicht tragen muss, sehe ich das durchaus kritisch. Man weiß eigentlich gar nichts mehr. Der Staat springt mit uns um wie mit Verfügungsmasse und nicht wie das, was wir sind, der Souverän, von dem alle Macht ausgeht und der in diesem Grundgesetz, diesem wunderbaren Buch, auch einige Abwehrrechte gegen genau solche Entscheidungen hat. Ist Bild Live immer Meinung? In Bild Live ist auch immer Meinung drin, aber ich glaube, dass man das auch sehr deutlich merkt, wenn Leute bei Bild Live ihre Meinung sagen. In vielen Tagesschauberichten bekomme ich die Meinung eher leider subtil untergejubelt. Das finde ich problematisch. Nun bin ich nicht hier, um die ARD zu verteidigen. Insofern lasse ich Reichelt seinen Gegenangriff. Es wird nicht der letzte sein in diesem Interview. In Berlin mache ich mich auf den Weg zu einem, der lange selbst bei Bild war und bei dem sich die Begeisterung in Grenzen hält. Georg Streiter war Politikchef von Bild. Wie er sagt, Erfinder des Titels Wir sind Papst. Dann wurde er Regierungssprecher unter Angela Merkel bis vor 3 Jahren. Zum Fernsehengagement von Bild hat Streiter ein ambivalentes Verhältnis. Grundsätzlich ist er Fan der Idee, doch was er sieht, findet er gefährlich. Es geht einfach nur um Meinung und nicht um Information, das wird schon ganz klar. Ja, also Bild fordert und es geht nicht um Information. Es geht um die Schaffung eines Klimas und um die Verbreitung einer Meinung. Wir starten mit Musik. Hören Sie genau hin. Ja, Sie erkennen, es ist unsere Nationalhymne und es sind 3 ganz wichtige Worte in dieser Hymne. Einigkeit, Recht und Freiheit. Und genau diese 3 Worte, die fordern wir, die fordert Bild ab 12.30 Uhr von den Politikern beim Corona-Gipfel. Alle in Umschimpfst und das ist genau die Geisteshaltung der Bundesregierung. Lass mich antworten. Sie arbeitet sich ab mit einem ungehörigen Spaß, die Leute zu knechten, bei denen sie vorher das Vertrauen zerstört hat, monatelang. Und die Mühle. Es ist ein Verdienst der Bild-Zeitung, dass sie AfD-Politiker nie groß rausbringt. Aber sie sprechen die Sprache der AfD und das finde ich ganz gefährlich. Also es wird generell der Eindruck erweckt, und da wurde es ja gerade gesagt, dass Politiker, also nur weil sie Spaß dran haben, uns das Leben vermiesen. So, das machen sie natürlich nicht, weil sie Spaß dran haben, sondern weil sie irgendwie versuchen, diese Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Für Streiter geht Bild Live selbst für ein Boulevardmedium zu weit. Diesen großen Touchscreen im Studio aber findet er gut. Bild zeigt darauf Verhandlungsdokumente, noch bevor sie beschlossen sind. Immer wieder exklusiv. Da geht es vor allen Dingen hierum, um Seite 2 dieses Papiers, nämlich da, wo die, was hier noch mit Gelb markiert ist, wo die Summe der Fluthilfen eingetragen wird. Also das finde ich gut. Das muss ich sagen. Also wenn man Dokumente hat und die zeigen kann und die auch erklären kann, das ist ein guter Ansatz. Grenzwertig finde ich den Ansatz, wenn man sozusagen live seine SMS liest und sagt, jetzt habe ich gerade hier gehört und jetzt habe ich gerade da gehört. Weil, also das haben sie ja bis zum Exzess gemacht bei diesen Konferenzen der Ministerpräsidenten zur Corona-Politik. So, das waren ja Sitzungen und da muss ich sagen, das hat wirklich sehr geschadet. Du weißt hier alles und viel und du weißt auch viel. Durch dieses Gerätchen hier, das ist ganz wichtig. Warum? Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen Déjà-vu. Also in den vergangenen 1,5 Jahren, glaube ich, der Pandemie, da gab es das hier, ihr habt schon angesprochen, das Papier. Und dann gab es das hier, das Handy, das iPhone. Der Chefredakteur findet das natürlich gut und kontert den früheren Regierungssprecher. Wenn die Politik sich in so Fantasieräume wie die MPK zurückzieht und da alle wichtigen Entscheidungen, die das ganze Land betreffen, bespricht statt im Parlament, dann ist es ja unsere Aufgabe, das auszuleuchten. Und dass sehr viele Politiker, die Teil dieser Runde sind, das genauso sehen,
erkennen Sie daran, dass Sie uns alles erzählen, was dort passiert. Also ist das Bildstudio sowas wie der Ersatzbundestag in diesen Zeiten? Das Bildstudio war tatsächlich in der Corona-Krise die gläserne Kuppel des Parlaments, ja. Man kann, wenn man Bild live guckt, zugucken, wie Sie letztlich recherchieren und am Ende ja auch Ihre Zeitung zusammenstellen. Stimmt's oder nicht? Es ist auf jeden Fall eine Übersetzung von Journalismus. Und zu Journalismus gehört im wesentlichsten Kern Recherche in eine Echtzeiterzählweise. Ich sehe, worauf Sie da hinaus wollen. Natürlich ist das besonders schwierig. Und natürlich ist das Risiko, da falsch zu liegen, wenn man diese Recherche aus meiner Sicht so transparent macht, besonders groß. Und natürlich ist das, was uns ja auch ausmacht, nicht nur die Exklusivität, sondern auch die Einordnung in Echtzeit und live besonders schwierig. Aber wir haben auch eben, Paul Ronsheimer ist dafür ein sehr gutes Beispiel, herausragend gute Leute, die das in Echtzeit als Stilform können und geradezu neu erfunden haben. Auch so unterscheidet sich Bild von dem, was andere Newsender tun, von denen es ja in Deutschland schon einige gibt. Dann bin ich jetzt in Köln, der großen Medienstadt am Rhein. Und wir sehen hier drüben die Zentrale der Mediengruppe RTL in Deutschland. Und zu dieser Gruppe gehört mit NTV ein Sender, der schon lange da ist, wo Bild jetzt hin will, im Fernsehen. Und ich habe die Möglichkeit, mit einem langjährigen Geschäftsführer von NTV darüber zu reden, welche Chancen Bild eigentlich hat und wie Bild angreifen muss, damit das klappen kann. Hans Demmel findet es konsequent, dass Bild jetzt auch ins Fernsehen geht, auch wenn der Werbemarkt dort sicher nicht größer werden wird. Klappen könne das nur, wenn Bild auf ein ganz anderes Publikum aus sei als die vielen bestehenden Sender. Und genau das könne ja nun jeder sehen. Aus einer reinen Medienmanagement-Perspektive heraus ist das ja auch richtig. Es macht überhaupt keinen Sinn, neben NTV und Welt, die beide einen guten Job machen, noch einen dritten ähnlichen Nachrichtensender zu setzen. Und auch in allen Werbebroschüren, in allen Veröffentlichungen heißt es, Bild setzt auf Emotionen. Bild wird sehr, sehr, sehr viel stärker auf Crime setzen, auch auf Sport, also auf Themen, wo wir schon wissen, das erreicht eine große, große Öffentlichkeit. Und je emotionaler man diese Themen, ob es jetzt Crime ist oder auch Sport ist, beides ist große, große Emotion, dort wird natürlich Bild auch und Bild Live die Erfahrung der Redaktion ausspielen können. Für wen ist dieser Sender eigentlich gemacht? Hier werden sehr, sehr, sehr deutlich diejenigen angesprochen aus der Merkel-muss-weg-Fraktion, aus der Fraktion derer, die Zuwanderung für Massenmigration letztlich halten, für diejenigen, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ablehnen, gegen den massiv geledert wird in allen Bildpublikationen und für denen, die den klassischen Medien einfach nicht mehr so richtig trauen. Es gibt in diesem Werbeclip einen Satz, der da sagt, wir sagen die Wahrheit. Wir sind mittendrin. Wir zeigen die Wahrheit. Egal, wem sie wehtut. Also nach meiner Erfahrung in 40 Jahren in diesem Gewerbe sagen das alle anderen auch. Aber das so zu betonen, spricht schon dafür, dass man auch diejenigen anspricht, die an die Wahrheit der klassischen Medien in diesem Land nicht glauben. Hier gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach einen Markt, den man abfangen kann. Ohne Aussicht auf einen solchen Markt hätte Springer wohl kaum einen zweiten News-Kanal neben Welt gestartet. Das Bild dafür Kampagnen fahre oder am rechten Rand fische, weist Reichelt entschieden zurück. Bild liefere kritischen Journalismus in alle Richtungen. Was ist da Ihr Ziel und wie weit wollen Sie da am Ende auch gehen? Das ist eine fast verschwörungstheoretische Unterstellung, dass wir ein Ziel damit verfolgen, kritischen Journalismus zu betreiben. Wir sprechen sehr offen an, nehmen Sie in diesen Tagen das Beispiel Afghanistan, aber nehmen Sie auch große Teile der Corona-Politik. Wer sich nicht an unsere Regeln hält, bleibt in der Dauerschleife ohne Rechte hängen. Und das kritisieren wir sehr scharf. Dass das inzwischen als Umsturz Gebaren interpretiert wird von vielen Medien und auch genauso gelebt wird. Nein, 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 hier wird die Regierung nicht kritisiert. Ja? Auch das empfinde ich als gesellschaftlichen Missstand, als Missstand in den Medien, aber als gigantische Marktlücke für uns.
Aber wie füllt Bild letztlich das, was Sie als Marktlücke definieren? Das ist das Programm. Damit ging es tatsächlich dann auch los. Vor allen Dingen mit Fußball am Anfang. Da versucht man auch Publikum zu locken. Und dann haben Sie eine sogenannte Kanzlernacht inszeniert mit Armin Laschet, aber auch mit Olaf Scholz, mit vielen Interviews, die auch Schlagzeilen gemacht haben. 100.000 Menschen ungefähr haben das schon gesehen, obwohl der Sender Bild noch gar nicht flächendeckend in den Fernsehern empfangbar ist. Damit geht es los. Bei dieser Kanzlernacht sieht man am Ende auch noch ein weiteres Element, das Ihnen wichtig ist. Sie binden, wie Sie sagen, das Volk ein. Hier sieht man eine Barbetreiberin, ein Metzgermeister ist eingeladen, aber auch Prominente wie Regina Halmich und Rainer Kallmund. Das sind dann die Leute, die Bundestagswahl plötzlich kommentieren. Ganz aktuell, und das hat Bild exklusiv, Reichels Vize Paul Ronsheimer berichtet live aus Kabul, wo eigentlich alle raus wollen, fliegt er extra rein. In diesem Moment sehe ich hunderte Flüchtlinge, die in Richtung einer Luftwaffenmaschine, also einer Bundeswehrmaschine laufen. Ja, und die große Frage wird natürlich sein, ob dieser Kanal die anderen beeindruckt, ob das ansteckend ist gewissermaßen, was Bild Live dann macht. Also ob die Tonalität dieses Senders, die auch Aggressivität dann am Ende treiben wird, die Politik, vielleicht auch die anderen Sender, die Medienlandschaft. Was meint ihr? Ist das letztlich ein Kanal, der funktionieren wird und der auch Auswirkungen hat sozusagen auf das gesamte System? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.